Hey, hallo und herzlich willkommen hier zu meiner neuen Idee Song versus Stapel ungelesene Bücher. Genau, es heißt Song versus Sub Part 1. Das ist nämlich das erste Mal, dass ich das mache, aber ich habe so nach einer spontanen Eingebung diese Idee gehabt und ihr, die ihr meine Videos verfolgt oder sage ich mal öfter verfolgt oder in letzter Zeit geschaut habt, ihr habt ja schon festgestellt, dass ich manchmal einfach so ein Gedankenspiel-Video mache zwischendrin, weil ich einfach was Frisches brauche. Ich brauche was Neues, ich mache nicht immer die gleichen Videos zum 100.000. Mal machen. Deswegen heißt es halt Songs versus Sub. Und der Modus ist folgender. Ich werde jetzt hier gleich aus meiner Spotify-Playlist einen Song auswählen, den ich in letzter Zeit ganz oft gehört habe. Ich werde 4 Songs auswählen und werde dazu 4 Bücher von meinem Sub ziehen und euch die vorstellen. Und dann reden wir einfach da ein bisschen drüber. Wie wundervoll. Aber lasst uns einfach gleich mal anfangen. Ich lasse natürlich diese Songs in eineinhalb Wochen oder doppelter Geschwindigkeit laufen, weil sonst hauen mir die wieder auf das Sackel. Von wegen Musikrechte und so. Ich lasse sowieso immer nur so einen kurzen Part laufen, damit ihr so einen Eindruck habt, was für ein Song, das ich ja verwende, und sag dann vielleicht da kurz was zu dem Song. Und dann suche ich mir aus meinem Stapel ungelesener Bücher ein Buch raus, das einfach zu diesem Song passt, das mich dazu inspiriert praktisch, das mich da hinbringt, weil bei uns Büchernahen ist ja immer das Problem, wir haben 100.000 Bücher, wissen aber nicht, wie wir weitermachen sollen. Und ich habe in letzter Zeit festgestellt, ich wollte es ganz kurz machen am Anfang, aber ihr kennt es mir ja, ich komme ganz gern mal ins Reden und let's go, jetzt auch wieder. Es war so, in letzter Zeit habe ich öfter mal gehadert, weil ich mir wirklich, also letzten Monat extrem früh Hörbuch angehört habe, beim Autofahren überall. Und diesen Monat merke ich, wie ich das so richtig intensiv brauche, mal wieder so richtig geile Songs zum Hören, so richtig intensiv Musik zum Hören, und das mache ich. Und dann habe ich mir gedacht, hey, das lässt sich total gut verbinden. Songs lösen bei mir starke Emotionen aus und Bücher auch. Und auf diesem Wege bringe ich das zusammen und hey, crazy amazing mal wieder, die Song. Ist es nicht wundervoll? So machen wir das einmal. Und ihr sagt es mir einfach gleich mal, Basti, mega Idee. Schreibt es mal in die Kommentare. Schreibt es mal, Basti, mega Idee. Übrigens muss ich gleich nochmal ganz kurz dazwischen streuen. Ich habe mir im letzten Wochenendvideo ein bisschen echauffiert wegen dieser Situation, dass mir der Max von Kain und Abel auf BookTube immer wieder so ein bisschen dagegen geredet hat, der immer so ein bisschen an die Karre gefahren ist. Aber ich möchte an dieser Stelle verkünden und sagen, was mir wirklich sehr, sehr wichtig ist, dass ich Frieden geschlossen habe mit dem Max. Und zwar wirklich, also nicht nur so, dass man jetzt sagt, ah, ich habe das jetzt gemacht, keine Ahnung, weil halt, dass ich da irgendwas, keine, was sieht, also dass ich da irgendeinen Nutzen für mich jetzt persönlich draus ziehe oder weil ich will, dass er abfährt. Ganz im Gegenteil, ich lade den Max hiermit sogar ein, interessanterweise, dass er mir Kritik gibt und dass er interessante Kritikpunkte weiterhin verfasst, weil ich habe einfach mir, als ich seinen Kommentar unter dem Video letzte Woche gelesen habe, mir gedacht, ja, eigentlich ist es so, wie er sagt, er ist manchmal so gern der kleine Pumuckl, der einfach ein bisschen was durcheinander bringt und so ein bisschen die Opposition ergreift, so ein bisschen die Gegenseite aufzeigt, so ein bisschen kritische Fragen stellt, und so jemand ist ja eigentlich nicht verkehrt und es ist nicht schlecht. Und ich habe mir seine Videos angeschaut, nun mal wieder, und ich habe festgestellt, okay, er hat wirklich einen komplett anderen Stil wie ich, er hat eine komplett andere Herangehensweise, er hat schon ganz komplett anderes Know-how, weil ich glaube, er ist ja Lehrer und davon bin ich ja meilenweit entfernt, irgendwie so Know-how wie ein Lehrer zu haben. Hey, das habe ich nicht, das bin ich nicht, ich spreche aus anderen Intentionen heraus über Büchern, und von dem her sind unsere Stile komplett unterschiedlich, aber ich habe versucht, offen zu sein und habe mir gedacht, hey, das schauen wir jetzt einfach, oh, das aktuellste Video, und ich soll ja, ich muss sagen, ich fand es tatsächlich sehr interessant. Ich fand es interessant und ich habe mir gedacht, fuck, wie blöd ist es eigentlich, dass ich hier so umeinander mimöse und so umeinander zicke. Ich meine, okay, der Max ist mir wirklich mit ein paar Sachen, die er geschrieben oder auch gemacht oder gesagt hat, auf die Nerven gegangen, gebe ich ganz ehrlich zu. Stehe ich nach wie vor dazu. Aber ich dachte mir, wenn man sich einfach gegenseitig eine reelle Chance gibt und sich einfach eine Hand reicht. Mir war das so wichtig, dass ich einfach die Hand reiche und sage, Alter,
lass lieber miteinander was machen. Lass lieber miteinander generieren, lass einfach kreativ was machen. Ich will hier ja eine gute Zeit haben, ja. Und ich will auch mit Max eine gute Zeit haben. Max, wenn du das jetzt hier anschaust, dann freue ich mich, wie ich es beim letzten Mal geschrieben habe, freue mich sehr darüber, dass du dir das anschaust. Und ja, lass uns andenken. Ich habe schon über sowas nachgedacht, ob man nicht einfach dann mal einen Livestream machen, ja. So ein Friedenspfeifen-Livestream oder einfach sagen, keine Ahnung, Schlagabtausch. Dass einfach jeder nochmal irgendwie, keine Ahnung, dem anderen irgendwie so ein bisschen erklärt, was eigentlich passiert ist und wie unnötig das eigentlich war. Wirklich unnötig und ich will es jetzt nicht pathetisch rüberbringen, ganz im Gegenteil, aber ich bin wirklich froh, dass ich in dieser BookTube-Welt einfach das Gefühl habe jetzt, ich habe jetzt nicht irgendwie jemand verloren, sondern ich habe jemand dazu gewonnen. Ich habe wirklich jemand dazu gewonnen, der absolut eine Berechtigung hat hier auf dieser Plattform und gute Arbeit leistet. Und ja, hey, wie gesagt, ich habe die offene Hand hingehalten, der Max hat es ergriffen und wer weiß, vielleicht machen wir bald miteinander was. Würde mich sehr freuen, aber jetzt lass uns mit dem Video anfangen. Verdammt nochmal, ich bin so emotional schon wieder. Emotional und ich habe mich wirklich gefreut. Ich habe gesehen, der Kommentar ist gekommen und habe gedacht, ich habe keinen Bock mehr auf das. Ich habe keinen Bock auf dieses, dass ich immer denke, ich fühle mich jetzt hier und da von dem zu schnell angegriffen. Ich habe mich vielleicht tatsächlich ja zu schnell angegriffen gefühlt. Aber das versuche ich hinter mir zu lassen und dann sind wir irgendwie together unterwegs und da freue ich mich drauf. Okay, jetzt aber der erste Song, den ich hier einspiele und wo ich mir dann aus meinem Sub ein Buch dazu raussuche. Sub, Stapel ungelesener Bücher. And here we go, der erste Song ist von Lynyrd Skynyrd, Free Bird. Und da werde ich echt so zum Hippie bei diesem Song. Free Bird, das ist so mein, also ich bin kein Hippie-Typ, nicht? Ich hoffe, ihr hört es ein bisschen im Hintergrund, aber so unheimlich schöner Song. Dann kommt das Drumset dazu. Den Anfang müssen wir uns anhören. Der Song ist 9 Minuten 7 lang und ich sage euch was, ich habe selten einen Song gehört, der so geil von der Dynamik her hochgeht. Wahnsinn. If I leave you tomorrow, ja, kurz Pause an dieser Stelle. Was für ein mega Song. Ich sage euch was, dieser Song, ich kann den immer ganz komplett anhören, kann jetzt aber natürlich nicht. Ich spule aber ein bisschen vor, weil irgendwo ab der Mitte, also der Song ist 9 Minuten lang und irgendwo ab der Mitte geht es dann mit einem wahnsinnigen Gitarrensolo mit los. Und ich glaube, ich habe jetzt den Punkt echt gefunden, wo dieses Gitarrensolo losbricht. Und da mache ich jetzt ein paar Impressionen und das lasse ich jetzt hören. Unglaublich geil. Das Gitarrensolo ist mehr als die Hälfte des Songs. Genau, und dann knallt Lynyrd Skynyrd da diese Riesenband, die knallen dann 4 Minuten langer Gitarren-Solo-Hit, die ist wirklich zu so einem, das steigert sich so richtig zu einem ganz intensiven, zu so einem ganz intensiven Instrumental und das, also Wahnsinn. Das ist so geil und intensiv und richtig krass und ich bin jetzt auch schon, während ich diesen Song so halbscharig genossen habe, ich habe wahrscheinlich das meiste rausgeschnitten, bin ich natürlich schon auf eine Idee gekommen, ganz klar. Ich hab keine Lynyrd Skynyrd Biografie da, aber ich habe was da natürlich, da kommt natürlich jetzt wieder ein Musikbuch, ganz klar. Und zwar bin ich da gekommen, so von der Epoche, so ungefähr diese Richtung. Led Zeppelin, When Giants Walked the Earth. Es ist die Bandbiografie von Led Zeppelin und Led Zeppelin ist auch so, das vom Feeling her, vom Stil, kommt es so richtig in diese Richtung einfach. Und ich weiß, ich habe es euch schon öfter hingehalten, aber ich finde es auch mega geil. Die Songs von Led Zeppelin sind einfach unheimlich cool. Unheimlich cool, irgendwie so, das ist so, für mich ist das so der Basis, Rock'n'Roll, ja, das ist so, der ist so irgendwie der, für mich, was schon, die meisten sagen dann, ja, Rolling Stones, dann hast du ihn nicht gesehen, aber Led Zeppelin ist für mich so,
der Grundstein von so einem wilden, zügellosen Rock'n'Roll. Und das finde ich richtig geil. Und deswegen werde ich Led Zeppelin die Biografie lesen. Von Mick Wall ist die übrigens. 50 Jahre Led Zeppelin von Mick Wall. Von Mick Wall war die von Guns N' Roses, diese Biografie schon. Und ich war sehr begeistert von dem Schreibstil. Richtig geil. Sind große Seiten, kleiner Text und hat über 500 Seiten. Bin ich mal gespannt, wann ich das hier mit dazwischen käme. Aber ihr wisst ja Bescheid, ich habe immer so ganz spezielle Stimmung dafür, dass wenn ich so in Musikstimmung bin, vielleicht ist das jetzt auch schon der Start, also vielleicht führt mich das da schon so ein bisschen hin in diese Richtung, dass ich jetzt irgendwann mal wieder Bandbiografie lese und dann wird es das sein. Und ausgelöst hat es Lynyrd Skynyrd mit dem Song Freebird. Und herzlich bitte auf Spotify diesen Song Freebird, oder? Das ist, am Anfang ist es vielleicht ein bisschen schwierig zum Hören. Also am Anfang denken wir sich, fuck, jetzt spielt ihr ja 5 Minuten lang ein Gitarren-Solo. Aber du musst dich da so neu freuen lassen. Du musst dich einlassen auf diesen Song. Und dann spürst du diese ganze Wildheit von diesen Musikern und von diesem Song und von dieser. Das ist so eine brachiale Urgewalt, diese Musik. Finde ich mega. Aber jetzt machen wir weiter, weil sonst rede ich mich hier wieder im Kopf und Kragen und das Video wird wieder so lang. Oh my fucking gosh. Okay, als nächsten Song ist mir hier ein Song über den Weg gelaufen, der ist von Him. Und ich weiß nicht, ich hab persönlich, als ich noch jünger war, nicht so viel mit Him anfangen können, aber ich sage euch was, Him ist Love Metal, ja, also, und das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Musik von Him wird als Love Metal bezeichnet und das ist es auch. Es ist geile Metal-Mucke, die zwar nicht irgendwie ultra schnell oder so übertrieben ist, sondern eher so stampfend und so richtig schwer. Und die geht so richtig tief rein. Und die Stimme von dem Sänger, die ist einfach ein Wahnsinn. Ja, vom hier, wie heißt er nochmal? Der Wille Wallo? Wallo Wille? Wille Wallo? Ich weiß nicht genau wie rum, aber Megasänger, super geile Band, intensive Musik. Und der Song, den ich mir in letzter Zeit am meisten angehört und am öftersten angehört habe, ist Your Sweet 666 und Herz ist einfach mega. Allo, dieser brachiale Anfang schon, boah, richtig geil. Muss ich gleich mal kurz anhalten. Also, allein dieses Schlagzeug, allein das Schlagzeug, dieser Sound von dem Schlagzeug, das Brachiale, die Bässe, die da rausknallen und die Dynamik, in dem das gespielt ist, finde ich Wahnsinn, finde ich so mega geil. Und jetzt gehen wir dann in diesen Refrain-Teil und ihr müsst eigentlich nur kurz anhalten. Das ist einfach Wahnsinn. Ich denke, in der Zwischenzeit noch was. And I welcome your sweet 666 in my heart. Was für eine geile Idee. Was ein Megatext. Was für ein wahnsinnig cooler Song. Ist von Him. H-I-M. Your sweet 666. Hört euch den Song an. Hört euch das Album dazu. Him hat unheimlich starke, geile Alben gemacht, die richtig geile Spanner, einen richtig geilen Spannungsbogen da drin haben. Mir ist es auch hell. Tolle Texte, toller Sänger, Wahnsinnsstimme. Und mir ist jetzt auch aufgegangen, ich habe das Buch tatsächlich nicht da, aber mir ist jetzt aufgegangen, welches Buch ich aufgrund dieser Experience unbedingt lesen will und was ich mir auch schon fest vorgenommen habe. Und zwar ist es Gwendys letzte Aufgabe. Ich blende es hier neben mir ein. Ihr wisst, das ist der letzte Teil aus der Gwendy-Reihe vom Stephen King und vom, wie hieß er gleich nochmal, vom Richard Chismar und Stephen King. Stephen King und Richard Chismar haben den ersten Teil miteinander geschrieben. Der zweite Teil war dann ein reiner Chismar-Teil, ein Chismar-Teil. Und jetzt kommt wieder der letzte Teil raus, der von beiden Autoren wieder geschrieben worden ist. Und ich glaube, es kommt im Mai, 8. oder 9. Mai, bin mir unsicher. Werden wir aber rausfinden. Ich habe das Ganze schon als Rezensionsexemplar angefragt. Ich sage einfach schon mal Danke an den Heine Verlag, weil
Die Stephen King-Bücher habe ich dann doch noch alle gekriegt eigentlich, so bisher zumindest, wollen wir nicht verschreien. Und ich habe die ersten zwei Bücher gelesen. Das erste war eigentlich ganz cool, ganz stark eigentlich. Es ist ein alter Bekannter, wie der Vorkämmer, den ich auch in meinem Video vorgestellt habe, wo ich die Stephen King-Charaktere nachgeäfft habe. Ich blende euch das mal da oben ein, da könnt ihr es euch nochmal anschauen. Und dieses dunkle, böse, das hat mich irgendwie an diesen Charakter erinnert, an diesen, wie hat der gleich nochmal geheißen? Also in The Stand hat er geheißen Randall Flagg, und der Randall Flagg, der Mann in Schwarz, der Mann in Schwarz? Ich glaube schon. Der kommt auch in diesem Buch vor. Und im ersten Teil sehr stark, im zweiten Teil, war so, hat man gemerkt, dass da der Steven nicht so viel seine Finger im Spiel gehabt hat. Aber ich sage euch was, zu diesem Buch habe ich schon Buddy-Read ausgemacht, ja. Und zwar ein Buddy-Read mit einer ganz tollen Bookstagrammerin, ja. Und zwar eine junge Frau, die wirklich nur Bookstagram macht, soweit ich weiß. Kann ja nicht sein, dass ich da irgendwas übersehe, dann tut es mir leid. Aber die hat also ein geiles Profile mit so ganz viel Horror-Content und so. Finde ich richtig geil. Richtig cool. Und dann haben wir uns da kurz mal ausgetauscht und ich dachte mir, geil, da frage ich jetzt einfach mal. Und dann haben wir ausgemacht. Hier, Buddy Read zu diesem Buch. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Vielen, vielen Dank dafür an dieser Stelle schon mal. Finde ich ja wichtig, ne? Ihr merkt das schon, ich bin halt sehr versöhnlich, ich bin halt sehr grenzüberschreitend, weil ich finde, also BookTube, Bookstagram oder BookTok, wir müssen uns alle ein bisschen zusammentun, alle so ein bisschen zusammenraffen, und dann haben wir doch füll einen geilen Output, und dann sind wir irgendwie, wenn wir es miteinander machen, dann sind wir alle viel bigger und viel geiler, und lass einfach mal miteinander was machen. Und ich freue mich unheimlich auf diesen letzten Teil und bin sehr, sehr gespannt, ob dieser letzte Teil hält, was der erste zumindest versprochen hat, und ob er wieder besser wird als der zweite. Es geht in diesem Buch oder in dieser Reihe um die Gwendy, die im ersten Teil diesen Wunschkasten kriegt, und sie weiß das nicht, aber eigentlich konnte sie die ganze Welt steuern mit diesem Wunschkasten. Ist eine sehr tiefsinnige Sache, das Ganze eigentlich, und richtig toll dargestellte Charaktere, gerade die Gwendy. Respekt, also das ist wirklich toll, ist eigentlich ganz großes Kino, und ich muss auch wirklich sagen, ich habe hier diese zwei ersten Teile, das sind relativ verhältnismäßig sehr dünne Bücher, und ich dachte mir jetzt, wenn man jetzt so einfach so an Stephen King 700 Seiten Schinken draus gemacht hätte, dann würde das Ganze insgesamt auch nicht fast 40 € kosten oder über 40 €, aber hat man natürlich geschickt vermarktet, haben aber auch tolles Layout, diese Bücher, das muss man einer lassen. Gut, zum nächsten Song, Leute, ich will nicht, dass es hier so richtig ausatmet. Es soll natürlich ausatmen, aber nicht ausarten. Deswegen machen wir weiter. Ich bin noch auf einen weiteren Song gestoßen, den ich mir ganz oft gehört habe in letzter Zeit. So, und zwar heißt dieser Song Forever Young und ist von der Audra May und ist auf dem Soundtrack zu Sons of Anarchy drauf. Jeder, der Sons of Anarchy Fan ist, der kennt diesen Song, und das war so ein Song in so einem Abspann praktisch. Und bei Sons of Anarchy, da siehst du im Abspann immer nur so ganz emotionale Szenen, wie sie alle wieder zur Familie heimkommen und alle so Reunionen, hast du nicht gesehen. Und da ist der Song mal drüber gelaufen, und dieser Text von dem Song hat mich komplett welk gemacht oder schon mal komplett fertig gemacht. Und ich mag auch diesen Stil, diesen amerikanischen. Wie sage ich da, Singer-Songwriter, Country-Western, mir fällt jetzt gerade nicht das richtige Wort, der Herz ist oh, Wahnsinns-Song, ich habe ihn sogar schon mit der Laura, ja, mit meiner Tochter habe ich den auch schon gespielt, haben wir den mal so ein bisschen gecovert, war mega schön, richtig cool, Herz ist oh. Und so zieht sich dieser Song nur über drei Strophen, und es hat komplett meinen Verstand gesprengt. Ich sag's euch, wie geil ist bitte dieser Song, dieser Text? Das ist so intensiv. Wahnsinn. Und dieses ganze Flair um diesen Text und um diesen Song, wo es einfach darum geht, dass dir einfach unheimlich großes Glück gewünscht werden. Und das ist eigentlich wie so, wenn man sich, keine Ahnung, vor meinem geistigen Auge, wenn man denkt, ja, wenn ich irgendwann mal da niederliege als uralter Mann und sterben muss,
Und ich habe meinen Urenkel vor mir, da darf ich ihm genau das sagen, da darf ich ihm genau das wünschen. Wie schön, da muss ich immer, habe immer Pipi in die Augen, seid froh, dass ich jetzt nicht war. Und weil mir das so an alte Menschen und Kinder und an so einen Zusammenhalt, an so ein totale liebevolles Zusammenspiel, an ein liebevolles Zusammenspiel erinnert hat, hat mir das unheimlich erinnert an den TJ Klune, der ja Mr. Panassos geschrieben hat. Und der bringt ein neues Buch raus. Das habe ich als Rezensionsexemplar schon angefragt und habe es als Hörbuch praktisch gekriegt. Und zwar heißt es Das unglaubliche Leben des Wallace Price. Schaut so aus. Ich habe es als Hörbuch. Ich werde es mir anhören. Ich habe es tatsächlich schon mir runtergeladen. Ich habe es und werde es als nächstes Buch dann drunnehmen. Und da hat mich dieses Gefühl, dieses unheimlich starke Gefühl in dem Song, das hat mich so an diesen Mr. Parnassus und dessen Geschichte erinnert, dass ich mir dachte, das ist genau das Richtige von meinem Sub, das ich mir zu diesem Song zu Gemüte führen werde. Und ich bin mir ganz sicher, ich werde euch ganz zeitnah sagen, wie mir das gefallen hat. Moment. Scheiße. Verzeihung. Hoffentlich hat es das Mikrofon aufgehalten. Ausgehalten. Okay, ich bin mir ganz sicher, ich werde es ganz bald lesen und ich habe keine Ahnung, um was es geht, aber der Autor und sein Werk davor, da war für mich völlig klar, ich muss dieses Buch lesen. Ich denke mal, das wird einfach wieder unheimlich anrührende und ergreifende Lebensgeschichte sein. Mit einem tiefen Sinn dahinter. Und da habe ich Bock drauf. Und jetzt kommen wir zu dem vierten und letzten Song, den ich mir herausgepickt habe aus meiner aktuellen Most Wanted-Liste praktisch. Und zwar heißt der I Miss You von Blink-182. Ist so ein richtiger Klassiker irgendwie aus meiner Jugend. Ja? Aus meiner Jugend. Man kannte ja meiner, also ich weiß schon, ihr seid ja der Überzeugung, meine Jugend konnte nicht mehr wie 5 Jahre her sein, aber ist tatsächlich schon länger her. Und da gab es Blink-182 noch in richtig geiler Form. Ja, muss ich leider so sagen, wie es ist. Die waren früher richtig cool, sind jetzt meiner Meinung nach richtig kacke. Aber damals gab es den Song I Miss You. Hammer Song. Hört euch einfach den Anfang an. Dann wissen die meisten wahrscheinlich sowieso schon, was gespielt wird. Muss ich gleich dazwischen labern, weil es ein relativ langes Intro. Ich finde einfach den Schlagzeuger, den Travis Barker, das ist einfach der coolste und geilste Drummer, den ich je irgendwo spielen habe. Wahnsinn, ah, diese Cellos, die da drin sind. Das wollen wir jetzt auf der großen Anlage so richtig an. Mega. Okay, lassen wir es bis hierhin. Hat auch ein mega Refrain, aber ich will jetzt nicht hier ganz lang mit euch Songs so hören, sondern ich will das mit diesem Bücherbesprecher. Und als ich diesen Song jetzt eingeschaltet habe, da bin ich mit so einer Nostalgie überschwemmt worden, weil das ja meine Jugend ist praktisch. Und zwar habe ich gedacht, hey, zu diesem Song, zu diesem I Miss You, da passt ja eigentlich nur einer. Und zwar mein Lieblingsautor, ihr wisst das alle, Stephen King. Und da habe ich nur den Bazar der bösen Träume. Ist ein Kurzgeschichtenband, da sind viele, viele Kurzgeschichten drin. Ich glaube sogar fast 20. Und sind relativ kurze Geschichten und ich freue mich unheimlich drauf, weil es einfach, ich habe es als Hardcover, es ist ein mega unheimlich schönes Buch, schlicht und ergreifend. Und ich habe mal wieder Bock auf einen echten King, auf so einen richtigen King. Und gerade so Kurzgeschichten, das ist einfach, das hat nochmal so einen speziellen Drive. Und ihr wisst ja, ich arbeite nach wie vor mit Thomas noch an meinem Horror-Kurzgeschichtenband. Von dem her, das ist meine Wahl zu I Miss You von Blink-182. Und das war's schon von meiner Seite für das allererste Song versus Sub. Ist eigentlich richtig der geile Slogan. Da bin ich total stolz auf mich selber. Wer hätte das gedacht? Ist ja Wahnsinn. Ich werde diese Bücher alle nicht in der nächsten Woche lesen und vielleicht dann nicht im nächsten Monat, aber ich sage mal, spätestens in den Sommer hinein werde ich euch über all diese Bücher berichten. Und wenn du Bock hast auf ein weiteres Song versus Sub, dann schreiben wir das in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Wir hören uns und sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank für eure Liebe und für eure Zuwendung und dass ihr immer wieder meine Videos anschaut. Ihr seid die Geilsten. Ich bin der Geilste, ganz klar. Bis nächste Woche, wenn es wieder heißt. Hallo und herzlich willkommen hier bei Belletristik Basti. Bis nächste Woche. Ciao.